Und wir sind im Stage 4 schon. The Industrial Area. Ja. Und wir kennen das ja aus den Mickey Mouse, den alten Mickey Mouse Trickfilmen. Industriell, ja, was gibt's da so? Ich kann mich erinnern an den Trickfilm mit, wo alle hier Goofy und Mickey und Donald und so. Nee, nicht Donald. Ronald McDonald, wenn's jetzt noch. Nee, hier, Donald Duck. Wo sie in der Kirche die Glocke irgendwie gesäubert haben. Das fand ich immer ziemlich lustig. Was ist das da oben? Ist das eine Bombe? Oder sowas? Das kann ich auch. Hä? Na, kann ich das zerstören? Nee, sieht nicht so aus. Na dann. Versuche ich trotzdem. Nein. Nein! Ach, verdammt! Ja. Naja. Aber woher soll ich das so wissen, dass es unzerstörbar ist? Ich meine, ich habe es gerade ausprobiert, aber ich will einfach nur durch. Okay. Das sind ja komische Viecher. Kleben da so an der Wand fest. Und haben den ganzen Tag nichts zu tun. Also so ein Leben hätte ich auch gerne. Na gut, manche haben ja so ein Leben, aber ja. Ist ja auch nicht so das Wahre. So. Dann gehen wir hier hoch. Nein, nein, nein. Das war sowas klar. Von klar, dass da jetzt, na, Stacheln sind. Sowas gemeine. So. Nein, 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 nein. Lass mich zufrieden. Was macht ihr? Nix? Okay. Ich weiß, was ihr macht. Jetzt ruiniert die Musik, ja. Seht ihr, das immer hier so kratzt. Als ob das meine Schuld ist. Ich kann auch nichts dafür. So, kann ich hier runter? Ja. Hätte mich ja eigentlich nicht gewundert, wenn jetzt hier Stacheln gewesen wären, aber was soll's. Aber man merkt, jetzt muss man schon mächtig aufpassen, was man hier für Steine wegnimmt. Oder? Ja. Was sonst? Und ein Herz, juhu. Kann ich hier runter? Nein! Oh nein. Okay, ich muss dich da wegnehmen. Haha, du fällst ganz tief. Wo immer. In den Stacheln hoffentlich. Und ich springe, ja. Okay, was gibt's hier oben? Da komme ich nicht hoch. Ach, dann gehe ich einfach weiter. Mann. Halt mich nicht lange auf mit eurem Mist. Was soll's hier, ne? Ich muss auch, glaube ich, erstmal wieder gleich einen Schnitt machen, weil die Aufnahme sonst zu lang wird. Und naja, es ist mir immer nicht so geheuer. Und ich falle tot um. Und jetzt seht ihr gleich, was passiert. Den Nachteil an diesen Spielen. Man fängt, wenn man hier stirbt, immer wieder von vorne an. Immer wieder. Hier gibt es keine Checkpoints. Das kann man jetzt erst später. Wie gesagt, das ist hier ein altes Gameboy-Spiel. Das erschien so 1992, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich weiß gar nicht, ob Checkpoints schon in irgendwelchen Spielen gab zu der Zeit. Na gut, speichern konnte man ja auch schon, aber naja. Ich weiß nur, dass mir zur damaligen Zeit als Kind ein Gameboy-Spiel nicht so viel Spaß gemacht hatte, wie heute, sag ich mal, ein PlayStation-Spiel. Gut, doch schon, aber eben der Spaßfaktor hielt nicht lange an, eben weil die Spiele so knobelig sind. Naja, ich mache es mal einen Schnitt. So, weiter geht's. Und wieder einmal eine etwas längere Pause. Leider habe ich eben schon mal die Aufnahme gestartet und dann ist wieder das Programm abgestürzt. Darum liegt jetzt hier ein bisschen Strecke zurück, aber die habt ihr schon in dem letzten Video gesehen. Darum würde ich sagen, ist es nicht allzu schlimm. Und wir machen weiter mit unserem Mario-Spiel. Nee, Mickey-Maus-Spiel. Aber jetzt was falsch. Mit unserem Mickey Mouse Spiel Dangerous. Ja, man sieht, es ist gefährlich. Dangerous Chase, die gefährliche Verfolgungsjagd. In dem Mickey Mouse das gestohlene das gestohlene Geschenk für Minnie Mouse zurückstiehlt. Ja, und ich muss jetzt erstmal gucken. Wir waren ja hier in dem Industriepark, in dem ganz viele Steine sich befinden.
nicht irgendwas anderes. Und es ist gefährlich, ja. Und da müssen wir uns hier den Weg bahnen. Und das ist auch das erste Level, wo ich sagen muss, das spricht mich schon ein bisschen an, ja. Und natürlich muss man hier auch darauf achten, welche Steine man wegzieht hier, ne? Das ist wie bei Jenga. Denn da kann man ja auch nicht einfach so die Steine wegziehen. Da kippt alles um hier. Gut, hier kippt nichts um. Aber hier kipp ich dann um. Genau. Weil ich dann tot bin. Denn hier ist auch noch... Also hier haben sie ein bisschen gefuscht mit der Fabrik. Recht gefährlicher die ganze Sache. Also wenn da das Ordnungsamt... Nee, nicht das Ordnungsamt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ihr wisst immer, was ich meine, ja? Ihr könnt sozusagen Gedanken lesen. So. Und, ah ja, die Stelle kenne ich noch. Haha. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal falle ich nicht auf dich rein. Ja, okay. So, dann müssen wir mal gucken hier. Ja, das fährt wieder hoch und runter. Das ist ja sehr schön, aber... Naja. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt hier daneben springe, dann... falle ich direkt in den Starren hinein. Und das wollen wir nicht. Und da habe ich doch glatt erstmal gespeichert. So. Goofy, und hier sind wir auch schon am Ziel. Juhu. Whoops. Sie whoops. Now, Pete went into the factory. Ach so, jetzt gehen wir aus in der... If we want, we can catch him. Mickey Mouse, wir sind ja in diesem Spiel noch nie gerannt. Und das wird sich auch nicht ändern, denn... Naja, so weit wollen wir doch... Okay, das sieht ja ziemlich nach Fabrik aus. Und wir sind auf dem Laufband, juhu! Denn wir sind die... Maus! Ja, Mäuse sind ja immer auf Laufbänder. Und... Oh, müssen wir einmal gucken hier. Auch hier ist die Musik wieder... Ja. Etwas nervig, aber was soll's. Ja, dann müssen wir erstmal gucken hier, ne? Laufband... Oh, und da oben sind Stacheln. Nein, da wollen wir nicht hin. Oh, oh. Na, das versuchen wir doch gleich nochmal hier. Weg mit dir, du Zahnrad. Nicht, dass du uns noch schneidest. Ja. Weil das Zahnrad so scharf ist, dass es uns schneidet. Okay, ich muss hier wahrscheinlich langsam hüpfen. Ja, hat viel gebracht. Und obwohl es ja ein Gameboy-Spiel ist... Oh, gut. Obwohl es ein Gameboy-Spiel ist, reagiert es, ja, auf meinen Druck, also meinen Fingerdruck. Nicht von der Blase oder sonst woher. Und was ist das da? Magnet? Oh, jawohl. Jetzt stoße ich mich da auch noch, oder was? Alles klar. Da wurde wohl auch Mickey Mouse nicht gesagt, wie er sich zu verhalten hat hier in der Fabrik. Wo ist dein Schutzhelm und dies und jenes? Und ich bin auch gleich wieder tot. Oh, ich dachte, hier sind jetzt Stacheln. Sah wirklich so aus. Denn im letzten Level kennen wir... Hä? Oh, nö. Warte. Okay. Und jetzt... Der war klar. Los, nochmal. Ja. Ja. Nee. Hallo? Nicht wieder nach unten. Da wollen wir nicht hin. Oh, bitte lass da oben mal ein Herz sein. Ich will das Fragezeichen vom Riddler hier, von Batman. Ja, in diesem Teil von Mickey Mouse ist der Riddler sehr nett, denn er versteckt hier immer meine Nerven. Ah, jetzt, toll, alles wegen sowas. Und ich glaube, diese Punkte, die wir da einsammeln, sind dafür gedacht, damit wir, wenn wir da alle vier haben, dass wir dann tot sind. Okay, nochmal die Stelle hier. Nee, dass wir, wenn wir alle vier haben, dann ein extra Leben bekommen. So kann ich mir das jetzt vorstellen. Okay, soll ich mir... Nein! Das gibt's doch nicht. Nun aber mal hier, ja? Komm, scheiß auf das Ding. Ich frage mich, ob ich das auch mit dem Stein hier irgendwie kaputt machen könnte. Ich würde es nicht ausprobieren. Okay, ganz... Was? Was willst du von mir? Willst du mir jetzt verarschen oder was? Okay, ich versuch mal. Oh. Hä? Wieso? Das. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ey, sag mal. Sag mal.
Steuerung. Ich glaub's nicht. Ich glaube, ich habe selber eine Schallplatte hier gefressen. So. Okay, jetzt kannst du. Jetzt. Ja. Und, nein, Mann, ey, ich hab dort. War da nur 20 Mal oben. Da müsste ich dort langsam mal die Stacheln gesehen haben, oder?